Prerup, einer der wichtigsten Tempelberge, demonstriert den Übergang zwischen der präankorianischen und der Angkor-Epoche. Prerup steht auf einem künstlichen Hügel aus Laterit und wurde 961 oder Anfang 962 geweiht. Der heutige Name Prerup bedeutet den Leichnam umbetten und bezieht sich auf den sogenannten Sarkophag, den wir hier sehen, der vermutlich einem heute noch üblichen Grabritual zugeordnet werden kann. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass dieser Sarkophag eigentlich als Sockel eines Denkmals diente. Und während alle Touristen zusammen die gleiche Treppe emporklettern, gehen wir mit unserem Führer einmal ums Eck und haben eine Treppe für uns allein. Prerup besteht aus zwei Terrassen. Auf der zweiten erhebt sich eine dreistufige Pyramide aus Laterit und eine Reihe von Mauern, von denen nur zwei erhalten blieben. Besonders schön ist hier der Sonnenuntergang über Angkor, aber das hat sich natürlich herumgesprochen. Da es jetzt mit der Einsamkeit vorbei ist, machen wir uns auf den Weg und genießen den Sonnenuntergang an einem anderen Ort.